Zu Bern, Basel und Zürich sind es schon zu Hunderten umgerannt. Die Hobbyfotografen am sogenannten Fotomarathon. So ein Fotomarathon soll diesen Samstag jetzt auch in St. Gallen durchgeführt werden. Der Anlass steht aber auf gewackeligen Beinen. Die Stadt verbietet nämlich den Freizeitspass. Michael Bachmann. Die Anfahrten vom ersten Fotomarathon der Schweiz letzten Dezember zu Bern. Während 12 Stunden hatten gut 120 Teilnehmer Zeit, zu 12 Themen je ein Foto zu machen. Das Video von der Homepage vom Veranstalter zeigt, wie die Leute unterwegs waren. Die 12 Fotos haben sie nachher online gestellt, wo die anderen Teilnehmer die bewertet haben. Bis zu 500 Franken in Gucci konnte man dabei gewinnen. So ein Fotomarathon wird dieses Wochenende auch in St. Gallen gemacht. Illegal, denn die Stadt hat den ersten St. Galler Fotomarathon verboten. Aus folgendem Grund. Weil der Anlass für uns ganz stark einen kommerziellen Hintergrund hat, können wir den auch nicht bewilligen auf dem öffentlichen Grund. Für uns ist es ganz klar ein Marketinganlass, der wirklich darauf abzielt, um die Internetplattform bekannt zu machen bei den Leuten. Werbung hier oder her, von diesem Verbot lassen sich Veranstalter nicht aufhalten, wie sie heute in einer Videobotschaft an TVO sagen. Also wir von Gonadu werden den Fotomarathon sicher gleich durchführen, weil es wird nichts kaputt gehen, es wird nicht zu schaffen kommen, wir werden immer dabei stören. Wir wollen einfach, dass die Leute einen unvergesslichen und schönen Samstagnachmittag werden erleben und das, wir können garantieren, dass das der Fall wird. Eine klare Ansage. Also, der Marathon findet statt, so wie in Bern. Klar aber auch die Ansage von St. Gallen, die Polizei wird anwesend sein und gegen die illegale Werbung kämpfen. Also sollte der Organisator die Veranstaltung trotzdem durchführen, muss er damit rechnen, dass er verzeigt wird bei der Staatsanwaltschaft. Noch ist nicht Samstag, noch rennen keine Leute mit der Fotokamera durch St. Gallen. Für Aufsehen haben die Organisatoren vom Fotomarathon aber jetzt schon genug gesorgt.